Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Shan und ich wollte mit euch heute mal einen kleinen Test machen. Also ich habe euch verraten, dass ich die Aquarellmarker von Action mir gekauft habe. Diese Aquarellmarker haben zwei Spitzen. Die haben eine Pinselspitze und eine Feinlinerspitze. Ich möchte sie gerne vergleichen mit den SIG-Markern. Die SIG-Marker haben auch eine Pinselspitze, haben nur quasi nur eine Seite, mit der man malen kann. Die gibt es in einer Box von 48 Stück. Ich glaube, man kann auch kleinere Boxen. Ich schreibe es euch unten in die Infobox rein, wenn ich dran denke. Und die Aquarellmarker von Action sind zum Preis von 3,99 €. Sind 12 in einer Packung. Sind 6 verschiedene Packungen. Also damit habt ihr dann ein Repertoire von 72 Farben. Also das ist schon ordentlich. Und ich habe schon ein bisschen mit koloriert. Ich möchte mit euch auch gleich noch ein Kolorationsvideo machen. Und zwar habe ich für ein Projekt. Habe ich mir meine Superhelden gemalt. Ich mag den Stempel von MFT unglaublich gerne. Hallo, Fokus. Die sind alle mit den Aquarellmarkern von Action, weil ich ja im Prinzip mit experimentieren wollte. Und ich wollte jetzt eigentlich einfach nur mal quasi testen, inwieweit sie vom Farbverlauf zu mixen sind. Im Gegensatz zu den SIG-Markern. Ich habe mir ein bisschen überlegt, ich habe mir jetzt ein Aquarellpapier rausgesucht. Das ist ein relativ schweres Papier, das ist 300 Gramm. Also, das ist jetzt nicht das günstige von Rossmann. Einfach, wenn man aquarelliert, dann möchte man auch quasi ein gutes Papier nehmen. Zum Stempelabdrücke, naja, dann ist es schwierig zu schneiden, das 300 Gramm Papier. Also, ich habe mir jetzt von SIG nicht alle Farben rausgesucht, sondern ich habe mir ein Gelb, ein Grün, ein Lila, ein Schwarz, ein Blau, ein Rot rausgesucht. Und schauen wir mal, was passiert. Ich male sie mir mal ein bisschen auf. Die SIG-Marker lassen sich lange schön. Ich sehe schon, irgendwas ist mit meinem Papier hier nicht in Ordnung, glaube ich. Ich habe es zwar gerade nass gesprüht. Ah ja, jetzt kommt's. Das Papier ist so dick. Da braucht es ein bisschen, dass die Farbe ein. Das Wasser quasi das Papier anfeuchtet. Also das Gelb ist natürlich sehr hell, das seht ihr schon. Welche Farbe hatte ich da? Da stehen die Nummern nicht hinten drauf. Nehmen wir noch das Blau gleich. Also ihr seht, hier können da schöne Nuancen mitmachen quasi. Also sie lassen wirklich schön, dass man das schön mit kolorieren kann mit verschiedenen Farben. Verläufen habe ich Gelb, Blau, das Lila und machen wir das Grün gleich noch und dann schauen wir gleich mal mit der Farbintensivität mit den Actionmarkern im Vergleich. Also wie gesagt, ich bin auch kein Profi. Für mich muss es funktionieren, das was ich machen möchte. Die SIG-Marker sind natürlich Preisklasse. Gleich was ganz anderes als die Aquarellmarker von Action. Aber nur weil ich jetzt zweimal im Jahr koloriere, möchte man sich vielleicht nicht gleich die SIG-Marker kaufen. Oder man möchte es mal ausprobieren. Und dann möchte man nicht gleich das Geld ausgeben. Also die SIG-Marker seht ihr schon. Kann man schön mit dem Farbverlauf spielen. Habe ich jetzt irgendeine Farbe noch nicht? Schwarz habe ich noch nicht. Machen wir mein Papier noch ein bisschen nass. Machen wir hier vorne gleich für die Action-Marke auch noch. So. Das seht ihr schon. Wenn das Papier ordentlich nass ist, dann lässt sich es auch noch viel schöner mit arbeiten. Also sie sind wirklich sehr ergiebig. Ich male sehr gerne mit den SIG-Markern. Das Problem ist nur, sie liegen oben am Schreibtisch und unten immer, wenn ich mit den Kids male, dann liegen meistens andere. Okay, fangen wir mal mit dem Rot an, was ich rausgesucht hatte. Bei Action hatte ich hier die 22 rausgesucht. Ich möchte gerne die Pinselspitze, die mag ich persönlich viel lieber. Und auch hier seht ihr, sie sind eigentlich für meine Ansprüche sind sie okay, weil Stempelabdrücke sind meistens doch relativ klein. Da kann man sowieso nicht ganz so viel mit den Farbverläufen machen. Schauen wir mal, wie es mit dem Gelb ausschaut.
Das war ja beim SIG auch ein bisschen tricky, weil zu hell ist, dann sieht man den Farbverlauf nicht so gut. Ja, es lässt sich auch schön ausmalen. Also, wie gesagt, macht damit, was ihr wollt. Ihr seht auf dem Papier, was die Farbe macht. Am Ende ist es meine persönliche Meinung. Das war nur vielleicht, interessiert es den einen oder anderen. Den Strich kriege ich jetzt hier nicht weg, seht ihr das? Das liegt jetzt dran, dass das Papier schon zu aufgeweicht ist und das Pigment gleich reingegangen ist oder dass sich das nicht schön vermalen lässt. So, jetzt haben wir Blau, Gelb, jetzt kommt Lila. Machen wir nochmal nass. Hier oben ist es wieder warm. So. Das Lila ist auch etwas dreckiger von der Farbe her. Es lässt sich aber auch eigentlich meiner Meinung nach schön vermalen. Seht ihr das? Das macht gutes Aquarellpapier aus, wenn es so schön ineinander geht. Ich liebe es. Egal. Nächste. Grün. Habe ich mir hier die 47 rausgesucht. Auch dieses lässt sich wieder schön. Hinterlässt keinen harten Rand. Seht ihr das? Auch das lässt sich wieder schön verblenden. Ich hebe es gleich nochmal hoch, dann seht ihr alle. Im Vergleich. Schwarz. Das Papier schon wieder trocken. Auch hier seht ihr, dass ich das Papier im Prinzip schön verblenden lässt. Also zum Vergleich nochmal. Hier, das sind die SIG-Marker. Und das sind die Marker von Action. Die lassen sich auch schön verblenden. Also für meine Ansprüche tun es die auch. Und wenn meine Schnecke groß genug ist, dann darf sie, glaube ich, die ihre haben, bevor sie meine SIG-Marker haben kann. Ja, das war so der kleine Vergleich. Ich koloriere gleich nochmal die Superhelden mit euch. Und wenn ihr Lust habt, schaltet ein. Hinterlasst mir ein Feedback, hinterlasst mir ein Abo. Ich freue mich und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao, eure Shan.